Müsst ihr da dran? Ja. Servus, die Wadeln! Jetzt sind wir wieder da in unserem Wahnsinns-Werkstattl. Wir haben heute einen schnellen Schwamm bei uns. Den Froschgräner TTRS vom Kevin aus Bagnan. Wer das jetzt nicht kennt und meint, das ist in der Nähe von Bagdad, das ist nicht so. Kommt aus dem Schwammland in der Nähe von Stuttgart. Was treibt denn zu uns? Wir sind neben dem KW-Clubsportpartner ja auch Performance-Partner. Heißt, wir haben die Möglichkeiten, Achsvermessung ordentlich durchzuführen, haben einen Radlastwagen am Start und wissen so ein bisschen, was man zug- und druckstufenmäßig einstellen muss. Und vielleicht auch beim Achsvermessen, was die richtige Einstellung für die richtige Fahreigenschaft ist. Somit hat es nicht bloß den wunderschönen TTRS zu uns geschickt, sondern auch einen RS3. Von Michele, den haben wir jetzt gerade selber noch fertig gemacht auf der Radlastwaage. Was genau jetzt so ein komplettes Setup beinhaltet, zeigen wir euch jetzt in zwei, drei Bildern. Viel Spaß! Mir war mein Thema Radlast. Warum Radlastverwiegung? Ist ganz einfach, das Auto hat einen gewissen Schwerpunkt. Hat bestimmt jeder schon mal gehört. Wenn der Schwerpunkt natürlich perfekterweise in der Mitte ist, schauen wir mal, ob ich sie bringe, dann ist das Auto ausgewogen. Wir können in jede Richtung mit der gleichen Reaktion arbeiten. Wenn das Auto allerdings natürlich den Punkt weiter vorne oder weiter hinten hat, man sieht schon, der Meterstab, der kippt, dann funktioniert es nicht richtig. Das heißt, wir haben ein unterschiedliches Einlenkverhalten, wir haben nicht ein berechenbares Fahrmoment, sage ich jetzt einmal, und wir haben ungewünschte Reaktionen am Grenzbereich. Sagen wir es mal ja so. So, was machen wir jetzt? Wir haben Gewindefahrwerke oder verkaufen ja auch Gewindefahrwerke und die müssen wir entsprechend hindran. Genau richtig. Wir haben das heute schon gelernt beim RS3. Gewinde ganz unten. Ungeil. Fahrzeuge. Nicht so super, schaut zwar gut aus, aber an sich fahrtechnisch und technisch umgesetzt ist das leider nur T6. Wir haben vorher beim RS3 80 Kilo fast verschoben, 75 glaube ich waren es genau. Und beim TT war es relativ gut schon in der Waage, können wir jetzt nicht recht viel verbessern. Wir haben ihn im 1% Bereich, so eine grobe Richtung, Auto 1500 Kilo, heißt 15 Kilo maximal aus den diagonalen Werten. Unterschied. Was haben wir noch? Wichtig beim Radlastverwiegen. Tank halb voll und der Fahrer muss drin sitzen. Und zwar wirklich der Fahrer, der drin sitzt. Keine Sandsäcke, keine schweren Batterien, kein Lehrling, der gerade 3 Kilo noch in der Hosentasche hat, dass er das Fahrergewicht hat. Nein, es muss der Fahrer drin sitzen, in der richtigen Sitzposition, mit dem Gewand, wie er es hat. Wir haben zum Beispiel auch schon mal ein Golf 1 Cabrio verwogen. Der ist mit Fahrer und Beifahrer optimiert worden. War auch cool, hat funktioniert. Nach wie vor glücklich, der Lucky. Zum Thema Achsvermessung. Ihr kennt mit Sicherheit die supergeilen Sturzdomlager, wie es immer so heißt, Uniballlager. Die Uniballlager sind nicht dafür da, dass man die aufmacht, ganz nach innen dreht, damit das Radl möglichst viel im Radkasten verschwindet, sondern das macht einen Sinn, warum man Sturz einstellt. Die Autos sind von Haus aus fahren unterschiedlich, sag jetzt mal Golf-Klasse, heißt zwar, ja, halbwegs gerade Sturz hin oder her, merkt der Otto-Normalverbraucher normalerweise nicht, ist auch richtig so, aber wenn man das Auto dementsprechend schnell bewegt, merkt man es natürlich. Was machen wir? Eingangsmessung mit Sturz, schauen uns das Ganze an, natürlich der Fahrer immer nur am Lenkrad, immer nur in seiner Fahrposition, dann wird entsprechend korrigiert, und zwar nicht ganz rein,
sondern entsprechend, wie das Auto fahren soll, soll er in die Kurven richtig gehen, soll er auf der Autobahn entsprechend sauber fahren, fahrt das Auto einfach nur ganz normal, gibt es auch. Wir vermessen auch T5-Busse mit Sturzeinstellung und Fahrer. Dementsprechend muss man es einstellen. Also Sturzumlager nicht für maximalen Sturz, nein, sondern Sturzkorrektur. Gut, Beispiel mein TTRS. Ich fahre beim TTRS Track Day, fahre einen 3-Grad-Sturz, normalerweise auf der Straße 2-Grad-Sturz. Funktioniert, muss man halt dann entsprechend fahren können. Ja, was gibt es sonst noch zum Sagen? Verschränken. Bei allem Sturz hilft uns das alles nichts, wenn wir den rausnehmen oder rein dran. Wenn das Radl nicht umgeht, für das verschränken wir das Auto einmal komplett. Haben einen 24 cm Keil. Beim TÜV Süd zum Beispiel gibt es eine 20 cm Rampe. Haben aber gemerkt, dass das zu wenig ist, wenn wirklich mal extreme Situationen sind mit einem perfekt eingestellten Fahrwerk. Dann kommt man da auch ans Limit und dann schleift es ab und zu. Manche machen es, das schleift, wir machen es, das geil ist. Deswegen haben wir einen 24 cm Keil. Funktioniert gut und wir sind auf der Nummer sicher. Zu guter Letzt, das letzte Teil, was uns auf der Straße hält, ist die schwarze Pelle. Der Gummi. Was kann man da einstellen? Ja, Luft. Hört sich so dumm an, wie es ist. Wir stellen den Luftdruck richtig ein. Und zwar, schauen wir nach unten. Wir stellen den Luftdruck ein, damit der möglichst bei der Fahrweise, wie man das Auto bewegt, über die ganze Bandbreite die richtige Temperatur hat. Richtige Temperatur heißt gleichmäßig. Beispiel, wir fahren zu wenig Luft, fahren zu viel Sturz, haben das Auto jetzt sauber bewegt. Meine Lieblingsstrecke, die man immer fährt. Wir schauen die Luft an oder die Temperatur am Reifen an. Man sieht, innen ist er warm, in der Mitte ist er kalt und außen ist er genauso warm wie innen. Was ist falsch? Der Luftdruck. Heißt, wir brauchen mehr Druck, der Reifen wölbt sich mehr nach außen, somit ist der Reifen gerade. Ist ein bisschen Spielerei, muss man das richtige Thermometer haben und entsprechend dann fahren wir auch perfekt mit seinem Reifen. Rendiert sie nicht bloß bei einem ganz stinknormalen Wahnsinns-Track-Day kann, sondern wir haben auch schon Reifen-Luftdruckoptimierungen gemacht bei Handwerkerbusse, weil der Reifenverschleiß einfach her wird, wenn der Luftdruck nicht passt. Und das heißt nicht, dass das im Tankdeckel steht, dass das perfekt für das Auto ist, sondern es muss zur Beladung passen. Ich habe letztens erst einen A4 gehabt, der fährt immer mit 150 Kilo im Kofferraum. Wo es war, zu wenig Luftdruck, Reifen in der Mitte abgefahren, scheiße. Fahrwerkstechnisch, was haben wir in unserem Frosch drin? Wir haben ein KW2-Wege-Clubsport. Deswegen haben wir auch verstellbare Umlager fahren. Ist mega zum Einstellen, muss man halt wissen wo. Und genau die Testfahrt zeigen wir euch jetzt. Merkst du den Unterschied? Ja, extrem. Der schluckt halt die eine Bodenwelle und dann geht's weiter. Ich werde jetzt vorne sogar noch mal ein paar Druckstufen aufdrehen. Mal schauen, was er macht. So, wenn sie sagt, einfach in die andere Richtung dann noch mal einschlagen. Ja. Also da können wir jetzt ein paar quer drin. Keine Angst haben.
zu den Zahlen. Wir haben Skavi Variante 3, startet bei 1700 Euro bei den meisten Autos. Dann haben wir den Einbau, 250 Euro MQB-Basis, via Golf 7 oder der TTRS. Wir haben Achsvermessung 100 Euro, Zug- und Druckstufen-Setup 100 Euro, wenn das Fahrwerk bei uns gekauft und eingebaut worden ist, 150, wenn es extern eingebaut worden ist. Die Radlastoptimierung haben wir vorher drüber geredet, startet bei 130 Euro, ist je nach Arbeitsaufwand. Luftdruckoptimierung 50, Domlagereinstellung fahren 50 Euro und der Rest, da schauen wir mal. Und für euch!